Wir machen es mal so. In einem Text steht von einer, und wir schreiben aber gleich die Kurzform, von einer Normalparabel sind nur folgende Nullstellen, hey, Nullstellen bekannt, und zwar x01 sei minus 4 und x02 sei 0,5. Ermitteln Sie die Koordinaten des Scheitelpunktes. Ja, so gibt man die an. Das und das. Und den Graphen. Skizzieren den Graphen dazu. Oh, so. Na dann los. Genau, unser erster Schritt ist, wir stellen die Linearfaktorenform auf. Jetzt könnte man sagen, wieso? Wir haben ja die Nullstellen schon. Schon. Aber das brauchen wir dann, um den y-Wert auszurechnen. Hier, den. So, jetzt geht's weiter. Na denn. Wenn wir jetzt die Linearform aufgestellt haben, ermitteln wir mal xs, die Mitte zwischen den beiden, so wie vorhin im anderen Video auch schon erklärt. Und um den y-Wert für den Scheitelpunkt zu kriegen, nehmen wir diesen x-Wert und setzen ihn wieder in die Linearform ein. Und jetzt Taschenrechner oder wenn man es im Kopf kann, werden wir sehen, was rauskommt. So, jetzt haben wir den y-Wert auch. Minus 5,0625. Das kann man so genau nicht malen. Also, bei minus 1,75 und rund 5, das kann man so ungefähr abgeschätzt hier hinmalen, da liegt der Scheitelpunkt. Wie geht es jetzt weiter? Einen nach links, einen nach oben, schwupp. Und einen nach rechts, einen nach oben, schwapp. Und dann von hier durch und geht es weiter. Weiter, und wir haben unseren Graphen so einigermaßen gemalt. Ein Haken hat's. Gucken wir uns mal diesen Punkt an. Abgeschätzt bei y0 müsste ungefähr minus 2 sein. Ungefähr. Also rund. Wie kommen wir darauf, ob der stimmt? Wie machen wir das? Genau. Scheitelpunktform in Normalform umwandeln und dann müsste der direkt hinten ablesbar sein. Macht das mal schnell. Also. Das wäre der nächste Schritt hier. Nach warmes. Hier steht die und die müssen wir noch in die Normalform umwandeln. F von x und das multiplizieren wir ganz schnell aus. Einmal hier ist x Quadrat minus ein halbes x plus 4x und das ist minus 2. Na bitte, stimmt doch. Müssen wir gar nicht weitermachen. Hier steht's. Ob wir das jetzt zusammenfassen oder nicht, hat sich bestätigt hier bei minus 2. Gut. Gut, jetzt haben wir noch eine. Kleinen Moment. Jetzt haben wir noch einen Fall, der könnte aussehen, oder es gibt mehrere Fälle, aber letzten Endes haben wir noch Folgendes. Wenn wir einen Graphen skizzieren wollen, um einen Graphen zu skizzieren, ist Folgendes nötig: Scheitelpunkt, also in diesem Fall Parabel, ne? Scheitelpunkt brauchen wir. Scheitelpunkt kriegen wir über die Scheitelpunktform raus, gar kein Problem. Oder über andere Mittel. Wenn wir das haben, die Nullstellen, die kriegt man über PQ und sonst was für Varianten raus oder falls ich die Linearform gegeben habe und so weiter. Alles immer dieselbe Vorgehensweise. Einen Graphen eindeutig zu skizzieren heißt in diesem Fall Scheitelpunkt zu ermitteln, Nullstellen, den Graphenverlauf, der ergibt sich in diesem Fall ganz leicht. Und dann hat man es eigentlich schon. Das haben wir bis hierher als Übung gemacht. Jetzt könnte es passieren, dass zum Beispiel gegeben wäre, f von x sei x Quadrat plus 8x plus 24. Was tun? Ich will wieder den Graphen haben. Ganz einfach. PQ-Formel, Nullstellen. Umwandeln mittels quadratischer Ergänzung, habe ich die Scheitelpunktform. Und kann schon wieder loslegen. Also so schwer ist es nicht. Die Öffnung zeigt in diesem Fall nach oben, weil hier nichts steht, also ein Plus. Sonst stünde ein Minus. Ja? Ja, lassen wir es in diesem Fall lassen wir es erstmal sein. Für die Übung mag das genügen. Hier hatten wir uns gerade über PQ unterhalten. Das Ding hat wahrscheinlich keine Nullstelle. So, das bis dahin. Ich mache das Video dicht. Wir diskutieren noch ein bisschen mathematisch weiter.